Das ist eine studentische Wohnungseinrichtung mit 50 Wohneinheiten und hier werden circa täglich 200 Dübel gesetzt. Auf dem gesamten Projekt verwenden wir 1000 Dübel. Der Dübel ist eins der wichtigsten Einzelteile des Bauteils, da hier die Verankerung dran hängt. Wir verwenden HST2 und HST3R, M12, M10, M8, M16 bis M24. Aktuell benutzen wir die alte Methode, das heißt, wir bohren Löcher, setzen die Dübel rein. Natürlich werden die vorher ausgepustet, ziehen die mit der Ratsche an und mit dem Drehmoment fest. Bei der aktuellen Art des Dübelsetzens sind die Herausforderungen, dass wir teilweise sehr beengte Verhältnisse haben, sodass wir den Drehmomentschlüssel nicht richtig ansetzen können. 2 bis 3 Mal werden die auf jeden Fall nachjustiert. Der neue AT-Schrauber kann uns in dem Sinne helfen, weil er sehr kompakt ist, sodass wir in beengten Verhältnissen ihn sehr gut einsetzen können und wir die Mitarbeiter nicht mehr trainieren müssen, den Drehmoment anzusetzen, weil er direkt einprogrammiert ist. Durch die automatischen Einstellungen in dem Gerät entfallen natürlich auch die von uns durchgeführten Kontrollen, was uns auch sehr viel Zeit einspart. Wir von der Bauleitung können sicher sein, dass die Dübel richtig gesetzt worden sind. Durch die Auswertung der Protokolle können wir dieses auch an den Bauherrn weitergeben. Vorschriften und Anforderungen auch von Industriebetrieben werden immer anspruchsvoller und es wird immer mehr gefordert. Hierzu zählt auch der Nachweis der Dokumentation der Dübel. Der Betrieb ist verantwortlich für seine Arbeit und hiermit kann man dokumentieren und sehen, ob der Mitarbeiter den Dübel richtig gesetzt hat. Mit dem neuen Gerät können wir unsere Arbeit effizienter gestalten, da dann das Anziehen mit dem Drehmomentschlüssel wegfällt und mit dem Schrauber eine kürzere Zeit erzielt wird und man die Dübel nachverfolgen kann. Ich kann auf jeden Fall besser schlafen, wenn ich weiß, dass die Dübel richtig gesetzt sind und man das nachvollziehen kann.